Was kann ich denn für Sie tun, junger Mann? Meine Freundin schickt mich, ich soll was Leckeres kochen und da wollte ich mich jetzt mal informieren. Ich kenne mich da gar nicht aus. Was ist denn so ein bisschen anders als, sagen wir, Würstchen mit Kartoffelpüree? Sie wollen was Besonderes, ne? Was mögen Sie denn für Fleisch? Ja, was mag ich? Ich esse alles, was auf den Tisch kommt. Was ist das denn? Das Lammkeule. Na, das mag ich nicht. Lamm schmeckt immer so ein bisschen nach feuchter Wiese. Ja, dann nehmen Sie doch eine Putenkeule. Braten Sie die schön im Ofen. Oh. Und wie lange, bei wie viel Grad? Ja, das kommt natürlich auf den Ofen an und auf die Größe der Keule. Ja, sonst lassen wir das Thema Ofen mal ganz weg. Haben Sie denn nicht so Fleisch, was man so in die Pfanne haut? Ja, selbstverständlich. Wir haben alles da. Sie müssen sich nur was aussuchen. Was würden Sie mir denn empfehlen? Herr Pastewka, tun Sie mir eine Gefalle. Woher soll ich denn wissen, was Sie mögen? Ja, wie gesagt, was ich mag, ist ja nicht entscheidend. Ich soll ja für meine Freundin kochen. Und woher soll ich wissen, was Ihre Freundin macht? Ja, woher soll ich das wissen? Ich wende mich ja deswegen extra an Sie. Passen Sie auf. Sie nehmen jetzt einfach zwei Koteletts und dann tun Sie die panieren. Erst Mehl, dann Ei, dann Paniermehl. Dann tun Sie Margarine in die Pfanne und braten die von jeder Seite 10 Minuten. Dazu machen Sie Salz, Kartoffel und als Gemüse Leibzieher allerlei. Dann nehmen Sie den Bratensaft, machen eine Mehlschwitze, dann braten Sie ein paar Schalotten an, machen da draußen ein lecker Sößchen und schon sind Sie fertig. €3,79. Ich weiß. Jeder kann kochen. Kochen macht Spaß, kochen ist einfach und alles schmeckt. Das ist unsere Kernbotschaft. Der Pastewka ist auch da, der will bestimmt bald auch eine eigene Kochshow machen. Ja, die anderen wollen wir natürlich auch kennenlernen, okay? Ja, also der Rolf und ich, wir kochen eigentlich sehr häufig und auch fast immer zusammen. Uns geht es in erster Linie darum, dass wir rezepttechnisch und von der Finesse her so unseren Horizont erweitern. Ich koche eigentlich auch sehr gerne, habe aber wegen meines Jobs wenig Zeit. Ich bin Bauzeichner und irgendwie komme ich nicht dazu. Ja, die Silvi kocht so gut wie nie. Sie sagt, sie kann es nicht. Ich denke, sie will nicht. Ja. Also wie gesagt, ich bin Bauzeichner. Ich meine, ich koche sehr gerne und mir fehlt so die Fantasie und ich weiß auch nicht so richtig, was zusammenpasst. Ihr passt nicht zusammen. Tja, dann haben wir ja wohl genug zu tun. Oh ja, kannst du die Polizei rufen? Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Pastewka? Gestern bei der Bewertung, da ging es überhaupt nicht um unser Essen, sondern ausschließlich persönlich gegen uns beide. Und glaubst du etwa, wir hätten nicht gemerkt, wie hinter unserem Rücken getuschelt und gelacht wurde? Und exakt das ist der Grund, warum wir gestern Abend nicht mitgekommen sind. Ja, wir wären nämlich eigentlich gerne noch mitgekommen. Wir gehen gerne mal einen Wein trinken. Aber wenn man hier systematisch fertig gemacht wird... Nun lasst mal die Kirche im Dorf. Eure Soße war scheiße und Punkt. Das ist ja wohl der totale Quatsch. Wir können gut kochen. Ich mache die Soße immer so. Und bisher hat sie immer noch jedem geschmeckt. Dann brauchst du auch nicht einen Kochkurs, wenn du es eh machst wie immer. Hat er recht. Hat er recht. Da hat er recht. Da hat er recht. Das sagt er auch. Da hat er recht. Gerät er jetzt hier etwas aus den Fugen? Also... Wir sind doch schließlich zum Kochen hier und Kochen soll doch schließlich Spaß machen und schmecken. Das stimmt doch überhaupt alles gar nicht. Kochen macht keinen Spaß. Und einfach ist es auch nicht. Ich find's eine Frechheit, wenn dieser Tim Melzer die ganze Zeit durch die Gegend läuft und behauptet, dass jeder kochen kann. Es kann eben nicht jeder kochen. Genauso wie man nicht behaupten kann, dass jeder Bauzeichner ist. Das machen die doch nur, um diese Kochbücher zu verkaufen. Und deshalb gibt's diese beknackten Seminare. Bravo! Ich dachte, du hast vielleicht Hunger? Wenn unter dieser Glocke Würstchen mit Kartoffelpüree sind, schmeiß ich es aus dem Fenster. Wie kommst du denn jetzt bitte darauf, dass das ausgerechnet das Gericht ist, weswegen ich schmeiße es aus dem Fenster. Besteht nicht vielleicht die Möglichkeit, dass ich noch Einkäufe übrig hatte
und daraus ein kleines, aber raffiniertes Gericht gezaubert habe, ganz im Geiste des Seminars, was leider etwas anders verlaufen ist, als wir es uns erhofft haben? Ich weiß, dass da Würstchen mit Kartoffelpüree drunter sind. Okay. Wenn du dir so sicher bist, dann gehe ich davon aus, dass du an dem, was darunter ist, kein Interesse hast und dass ich es selber essen kann. Ganz genau. Dann entschuldige die Störung.